In Aufgabe 9 haben wir den dreifachen Münzwurf und wir sollen das Baumdiagramm zeichnen und anschließend die Wahrscheinlichkeit für folgende Ereignisse bestimmen. Ereignis A, mehr als zweimal Wappen. Okay, machen wir erstmal das Baumdiagramm. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man hat zwei Ausgänge, Zahl und Wappen, hier mit Z und W abgekürzt. Und das verzweigt sich jeweils für jeden Münzwurf einmal. Und da wir drei Münzwürfe haben, haben wir hier quasi drei Ebenen. Erste Ebene, zweite Ebene und dritte Ebene. Und jedes Mal ist es die Wahrscheinlichkeit von 1/2. Gut, Ereignis A war mehr als zweimal Wappen. Mehr als zweimal Wappen bei drei Würfen, das ist eben genau dreimal Wappen. Das heißt, wir haben nur hier diesen äußeren Pfad, Wappen, Wappen, Wappen. Das ist 1/2 mal 1/2 mal 1/2, das ist 1/8. Okay? Ja, Wahrscheinlichkeit von A. Dann haben wir bei B höchstens zweimal Wappen. Höchstens zweimal Wappen, das heißt, man hat entweder zweimal Wappen oder weniger. Das Gegenereignis dazu ist mehr als zweimal Wappen und das ist genau dreimal Wappen. Das heißt, das ist genau das Gegenereignis von dem, was wir bei A haben. Das ist also 1 minus von A. 1 minus 1/8, das sind dann 7/8. Man kann natürlich hier auch die Einzelpfade alle ausrechnen, aber das wäre ein bisschen umständlich. Gut, Ereignis C, mindestens einmal Zahl. Wenn man hier sehr aufmerksam liest, mindestens einmal Zahl, das ist genau dasselbe wie höchstens zweimal Wappen. Aber höchstens zweimal Wappen kann man auch weniger als zweimal Wappen haben. Und bei mindestens einmal Zahl kann man auch mehr als einmal Zahl haben. Und je nachdem, wenn man mehr als einmal Zahl hat, dann hat man auch höchstens zweimal Wappen. Also da C und B ist eigentlich genau das gleiche. Kann man direkt so aufschreiben, die Wahrscheinlichkeit von Ereignis C ist genau dieselbe Wahrscheinlichkeit von Ereignis B und das ist 7/8. Gut, dann haben wir noch Ereignis D. Genau einmal Wappen. Okay. Das ist schon das Schwerste von dieser ganzen Aufgabe, der Teil D. Also genau einmal Wappen. Dann müssen wir jetzt gucken, wo ist jetzt hier nur einmal ein W in dem Pfad drinne. Okay, wenn wir hier einmal. Wenn wir in der ersten Abzweigung zu W gehen, darf dann nur noch, danach nur noch Z kommen. Also wir gehen hier nach Z, da nach Z. Das heißt, wir haben diesen Pfad. Und wenn wir nicht per der ersten Abzweigung nach W gehen, sondern direkt nach Z, dann haben wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit, entweder nach W gehen, dann muss dann nach Z kommen, weil wir dürfen ja nur einmal W haben. Oder nach Z nochmal Z nehmen, aber dann muss W kommen. Ja, und dann haben wir also diese drei Pfade. Alles andere ist nicht möglich. Das heißt, wir haben dreimal. Und jetzt haben wir hier 1/2 mal 1/2 mal 1/2. Hier haben wir 1/2 mal 1/2 mal 1/2. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Pfad ist die gleiche. Deswegen haben wir 3 mal 1/2 mal 1/2 mal 1/2. Und das ist 3/8. Das zur Aufgabe 9. In Aufgabe 10 haben wir einen Test, der aus 4 Fragen besteht. Und zu jeder dieser 4 Fragen gibt es 3 Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils nur eine richtig ist. Und der Test gilt als bestanden, wenn mindestens drei der Fragen richtig beantwortet wurden. So, und wenn man jetzt völlig unvorbereitet in den Test geht und auf gut Glück sich das anguckt und einfach rät, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, den Test zu bestehen? Okay, also erstmal, wir wollen schauen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, den Test zu bestehen. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, was die Mindestvoraussetzung ist. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens drei der Fragen richtig beantwortet wurden. Okay. Also, wir haben 4 Fragen. Drei sollen beantwortet sein. Also für richtig mache ich jetzt den Plus, für minus falsch. Mindestens drei sollen richtig beantwortet werden. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, ein zufälliges Ergebnis zu bekommen, wo man dann bestanden hat. Ja, also das wäre zum Beispiel, wenn man die ersten drei Fragen richtig beantwortet und die vierte falsch. Oder die ersten zwei und die letzte richtig beantwortet, aber die dritte falsch. Und so alle Möglichkeiten durchgeht und auf gar keinen Fall vergessen, alle 4 richtig zu beantworten, wäre ja der Test auch bestanden. Das heißt, das sind die 5 Möglichkeiten, wie man den Test per Zufall bestehen könnte. So, jetzt ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das entsteht? Naja, wir haben, das steht hier drin, zu jeder dieser 4 Fragen gibt es 3 Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils nur eine richtig ist. Das heißt, wenn wir etwas richtig beantworten wollen, zufälligerweise, dann ist die Chance dafür 1/3. Okay, für die zweite genauso. Das ist 1/3, das ist 1/3, das ist 1/3. Das heißt, wir haben 1/3 mal 1/3 mal 1/3, das ist 1/3 hoch 3.
Und dass wir die falsch beantworten, das ist die Chance 2 Drittel, deswegen das hier. Und das Ganze, die 4 mal, weil wir hier 4 verschiedene Möglichkeiten haben, genau dieses Ergebnis zu bekommen. Dass wir 3 mal richtig liegen, einmal falsch. Also, das hier vorne, 4 mal 1 Drittel hoch 3 mal 2 Drittel, das ist die Wahrscheinlichkeit für die ersten 4 Zeilen, für die, die, die und die. Und das hier hinten, 1 Drittel hoch 4, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alle 4 zufälligerweise einfach richtig rät. Also plus 1 Drittel hoch 4. Das müssen wir jetzt bloß noch ausrechnen. Hier ist ein bisschen Bruchrechnung gefragt. 3 mal 27 ist 81. Und das Ganze hier 4 mal 2 ist 8. Und das hier ist 1 81. Das heißt, wir haben 9 81. Das können wir noch kürzen zu 1 Neuntel. Gut. Das zu Aufgabe 10. Dann schauen wir mal uns die Aufgabe 11 an. Jetzt, wir haben eine Reisegruppe. Die am letzten Tag ihres Urlaubs auf dem polnischen Teil der Insel Usedom ein paar Zigaretten kauft. Und zwei der Reisenden haben jetzt zu viel davon gekauft und gelten quasi als Schmuggler. Auf der Rückfahrt sollen Zollbeamte die überprüfen und sie wählen einfach zufällig zwei von den fünf Personen für die Durchsuchung aus. Und jetzt sollen wir berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Beamten keinen Schmuggler ertappen. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen die durch mit so einer Stichprobe. Okay, ich habe das hier mal, ist ja im Prinzip genauso wie ein Odenmodell. Die drei blauen hier Kugeln, das sind quasi die, die legal die Zigaretten mitgenommen haben und nicht die Höchstmenge überschritten haben. Und das sind die beiden Schmuggler. Die Zufallsvariable ist die Anzahl der erwischten Schmuggler. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also, die beiden Beamten, die Beamten holen sich erstmal einen raus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der kein Schmuggler ist? Ja, bei der Konstellation sind das 3/5. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Schmuggler ist, 2/5. Okay, das ist erstmal einfach. Wenn jetzt der erste kein Schmuggler ist, nehmen wir mal den hier. Wie groß ist dann die Chance, dass der zweite, den sie auswählen, auch kein Schmuggler ist? Das ist 2/4, weil die Kugel ist jetzt quasi raus. Also ist dasselbe wie in aus einer ohne ziehen, ohne zurücklegen. Dann haben wir hier 2 legale Urlauber und 2 illegale, das heißt 2/4, das kann man noch kürzen, 2,5. Und die Chance von 4 Kugeln, 2 rote zu ziehen, das ist auch 2/4. Ja, das ist hier also dann gleich Wahrscheinlichkeit für den zweiten, den sie rausziehen. So, jetzt ist die Frage gewesen, oder machen wir das Bombendiagramm erst zu Ende. Wenn man jetzt wenn der erste, der rauszieht, ein Schmuggler sein soll, da hat man die Chance von 2/5, 2 aus 5. Und dass der zweite auch noch ein Schmuggler ist, ist dann nur noch 1/4, weil, nehmen wir mal an, der ist hier weg, haben wir nur noch eine rote Kugel von 4, das ist also 1/4. Und die Gegenwahrscheinlichkeit entsprechend 3/4. So, bei Teil A, mit welcher Wahrscheinlichkeit ertappen die Beamten keinen Schmuggler? Gut, kein Schmuggler, das geht nur, wenn dann diesen Pfad entlang geht, das heißt, das sind 3/5 mal 2/4. Ja, also, dass die Anzahl der erwischten Schmuggler 0 ist, 3/5 mal 2/4, das ist 0,6 mal 1/2, das ist 0,3. Und bei B, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird mindestens einer der beiden Schmuggler ertappt? Mindestens einer. Das bedeutet, wir nehmen den Pfad, den Pfad, den Pfad. Das ist dann genau die Gegenwahrscheinlichkeit von dem. Also 1 minus P von X gleich 0. Das ist dann 0,7. Ja, oder man macht es kompliziert und macht diese ganzen Einzelpfade. Habe ich auch nochmal aufgeschrieben, das ist 3/5 mal 2/4. Das ist dieser Pfad. 2/5 mal 3/4, das ist dieser Pfad. Und der letzte Pfad, 2/5 mal 1/4, das ist dieser ganz rechts. Jetzt kann man hier noch alles zusammenrechnen und dann kommt man auch auf 0,7. Das war's zu diesem Video. Im nächsten kommt dann die Medikamentenaufgabe. Und hier habe ich das B vergessen, das könnt ihr euch denken.